Liebe Genossinnen und Genossen, kein Thema hat uns so wehgetan wie das Thema Hartz IV. Und kein Thema ist mit unserer Abkehr von einem Sozialstaatsgedanken verbunden worden wie das Thema Hartz IV. Und ich bin sehr froh, dass wir heute die Abkehr von diesem System beschließen werden. Aber lasst uns gerne noch einen weiteren Schritt gehen. Und ich will das in 3, 4 Punkten aufmachen. Lasst uns bitte nicht die 12 Euro Mindestlohn perspektivisch angehen, sondern lasst uns dieses Wort perspektivisch streichen. Wir wollen 12 Euro Mindestlohn. Und liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns nicht das Bürgergeld irgendwie so gestalten, dass die Not nicht dann da ist, wenn die Waschmaschine kaputt ist, sondern lasst uns konkret sagen, wir wollen die Regelsätze neu berechnen und auf andere Grundlagen stellen. Lasst uns das sagen. Das verstehen die Leute, dass wir wollen, dass die Regelsätze wieder sich an anderen Dingen orientieren und dass vor allen Dingen Regelsätze so berechnet werden, dass es nicht nur Lebenspartnerschaften sind, sondern dass es ein individueller Anspruch ist. Ich möchte nämlich nicht weiterhin, dass Frauen, die gearbeitet haben und die in Arbeitslosen II fallen, dass die von ihrem Lebenspartner abhängig sind. Das möchte ich nicht mehr. Und liebe Genossinnen und Genossen, dann lasst uns auch sagen, die Sanktionen gehören weg. Wir wissen seit Jahren, dass die Sanktionen nicht dazu geeignet sind, Leute in Anführungszeichen zu erziehen, sondern dass es die Schwächsten der Schwachen trifft, die aufgrund ihrer persönlichen Situation einfach bestimmte Dinge nicht leisten können. Bei ihnen gehört die Assistenz dazu, aber nicht die Sanktion. Deshalb an dieser Stelle auch bitte die Sanktionen weg damit. Und auch einen vierten Punkt. Mein Vorredner hatte schon gesagt, auf einem unglaublich tollen Konvent haben wir mal einen NRW-Antrag beschlossen, der das Rentenniveau bei über 50% festgelegt hat. Und ich finde, liebe Genossinnen und Genossen, manchmal muss man sich an alte Beschlüsse erinnern. Und ich finde, ein Rentenniveau über 50% wäre die super Botschaft, die wir hier von diesem Parteitag für eine neue Zeit, in die neue Zeit senden, damit die SPD wieder als Sozialpartei wahrgenommen wird, die Gerechtigkeit richtig buchstabiert. Ich finde, lasst uns den Mut haben, diesen Antrag an diesen Punkten nachzuschärfen. Vielen Dank.